Das sieht doch gut aus. 3. Oktober 1941. Deutsche Exilzeitung. Bombardierung von Hamburg. Die Royal Air Force bombardiert Hamburg und setzt dabei 85 Tonnen Bomben ein. Voran. Die Schlacht um Moskau beginnt. Deutschlands Heeresgruppe Mitte greift die russische Hauptstadt an und läutet damit die Schlacht um Moskau ein. International. Massenmord an Juden in Kiew. Nach der Einnahme der Stadt durch die Deutschen werden 33.771 jüdische Zivilisten erschossen. 3. Oktober 1941. Ist es euch schon aufgefallen, sagt Valentin Herzberg während unseres Treffens? Auf den Straßen Berlins sieht man keine Privatautos mehr. Die Bahn fährt natürlich noch, aber viel weniger Autos. Es ist mir auch schon aufgefallen. Benzinrationierung, sagt Hannah Arendt. Sagt Hannah Arendt? Ich bin verwirrt. Benzinrationierung, sagt Hannah Arendt. Treibstoff wird für den Krieg gebraucht und deshalb ist Benzin einfach zu teuer geworden für normale Autofahrer. Alle spüren jetzt die Engpässe, sogar die, die ein Auto besitzen. Ende der Szene. Niemand von uns hat... Das eine ist, wir sind hier im Jahre 1941. Wir haben noch ein paar Jahre Krieg vor uns. Und die Schlacht um Moskau beginnt und so. Ja. Und andererseits auch interessant, dass wir im Jahre 1941 sind. Der Krieg ja auch, also die verschiedenen Kriege, oder der Krieg ja auch eigentlich schon ein paar Jahre läuft. Und das ist jetzt erst am 3. Oktober 1941, jetzt an diesem Datum in dem Spiel, wirklich spürbar wird. Also wie lange es innerhalb des deutschen Staatsgebietes den Anschein von Normalität hatte. Klar waren irgendwie Leute an der Front, aber da hatten wir ja irgendwie den Urlaub und so von den hatten wir ja die Szene mit dem Nachbarn, der in Frankreich an der Front war. Aber das war ansonsten im Kerngebiet dieses nicht spürbar. Was natürlich auch dazu führt, dass die Leute auch ein Stück weit in der Scheinwelt leben können. Wir haben ja schon ein paar Mal auch irgendwie über die Verfolgung gesprochen. So, wenn man es nicht wahrhaben wollte und wenn man nicht hingucken wollte und wenn man überzeugt war, dass das ja quasi richtig ist, dann hatte man den Anschein von Normalität über Jahre, also mindestens bis Ende 1941. Ja. Ja, okay, wir waren auch schon im Bombenkeller, das muss man auch sagen, wirft ja. Horst die ein, ne? Aber, ja. Aber trotzdem, ja, okay, es kommen irgendwie, aber ja, es ist schon irgendwie, man kann nicht mehr Auto fahren. Also The Real Panse drückt es etwas überspitzt aus, aber da ist durchaus was dran. Also irgendwie, und plötzlich ist alles die nicht Bomben, mehr normal. Die Bomben fielen und okay, ist halt so, die bombardieren uns, aber dass quasi die Grundversorgung nicht funktioniert. Ich glaube, das macht noch, also... Beides in Kombination macht dann den krassen Angstaspekt aus. Wenn du weißt, dass die Bomben fallen und wenn du weißt, dass die Versorgung nicht mehr sichergestellt ist. Ja. Okay. So. Noch 5 Runden haben wir. Oh, hier sind wir jetzt. Krasse SA. Präsenz. Hier unten. Wegen den Büchern. Ja. Wegen den Büchern wahrscheinlich. Das muss erstmal abklingen. Hier oben... Der LKW ist immer noch, ist halt extrem gefährlich. Es ist Level 10. Dafür müssen wir alle hier unten abkühlen. Was haben wir an Geld? Wir haben 48 Mark. Ich glaube, es ist an der Zeit, Valentin und Antoni und jemand anders abkühlen zu lassen. Ja. Und bei den anderen könnten wir überlegen... wer dafür geeignet wäre, so von den gesamten... Also für die LKW-Geschichte. Ja. Geheimhaltung und Stärke sind die wichtigen Aspekte. Wir haben 3 und 3, 1 und 3, 5 und 2, 4 und 1, 3 und 3.
Also okay, Gesine wäre sehr gut geeignet. Hans und Else. Ja. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also Gesine, Hans, Else. Zwei Uniformen helfen. Für Vorbereitung auch. Mhm. Informationen helfen überhaupt nicht. Bücherpaket macht auch nur die Zubehör. Nee, das sollten wir nicht mitnehmen. Knüppel erhöht die Gefahr, aber auch die Vorbereitung und Geld. Haben wir den schon für irgendwas gebraucht? Nee. Aber ja, also die Gefahr ist jetzt hoch, weil alle drei haben einen Verfolgungspunkt. Und von denjenigen, die jetzt so viele Punkte haben, wie sind die gerade aufgestellt? Na, da haben wir doch. Die Geheimhaltung 4 und Stärke 1. Ah ja. Und hier hätten wir Geheimhaltung 1 und Stärke 3. Das heißt also, das hier sind schon unsere Top-Leute, könnte man sagen. Wir könnten natürlich auch noch Geld draufwerfen auf das Problem. Aber wir können. Ja. Drei Leute und wie viele Leute können gleichzeitig im Versteck sein? Drei, ja. Also ich würde auf jeden, also Antonie und Valentin auf jeden Fall ins Versteck geben. Frage und wäre Gesine, jetzt von. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, dann machen wir das so, na klar. So, das kostet uns 30. Ja, und wahrscheinlich müssen wir das hier echt gegen Ende machen. Also erstmal, wenn wir das Versteck schon bezahlen, macht es einfach Sinn, wirklich drei Leute reinzusetzen. Hier haben wir auch SA-Präsenz. Das heißt, wir sollten vielleicht hier Spenden sammeln. Wir sollten auch, fällt mir nur gerade noch ein, das braucht ja immer ein bisschen, bis das abklingt. Wir sollten dort keine krasse Aktion machen, bevor wir dort diese Mission erfüllen. Genau. Wir haben jetzt hier den Kreistreffen. Wir brauchen drei Informationen für den Kreistreffen. Und wir haben nur noch zwei Runden Zeit. Wir kriegen dafür eine kritische Information. Okay, wir kriegen von denen nur eine kritische Information. Nur, aber das wäre für die anderen beiden Ziele. Aber wir wollen ja das hier. Ja, ist auch so krass irgendwie. So viele Dinge, die es zu tun gäbe, so viele Sachen, die richtig wären und nur eine begrenzte Zeit. Ja. Ja, wir kommen an den Informationen nicht vorbei, oder? Nee, doch, wir kommen an den Informationen vorbei. Wir wollen ja das hier machen. Wir brauchen drei Uniformen und einen LKW. Wir brauchen keine Informationen dafür. Wenn wir eins von denen machen, Stimme der Freiheit, brauchen wir drei kritische Informationen und hier oben brauchen wir auch drei kritische Informationen. Das schaffen wir in fünf Runden nicht mehr. Ja, mir ging's um den Kreis gerade. Ja. Da brauchen wir nicht die kritischen Informationen, da brauchen wir Informationen. Genau. Und den hätte ich gerne noch getroffen, aber dann, um an die Informationen zu kommen, müssten wir halt noch andere Dinge tun. Genau. Und das wird langsam zeitlich knapp, darauf wollte ich nur. Ja, vor allem, weil ich nicht sehe, hier hinten Informationen kaufen. Wir haben nicht genug Geld dafür jetzt im Moment. Ja. Ja. Also schicken wir Else zum Spendensammeln? Ja, ich hätte jetzt gesagt, hier hinten ist auch ein bisschen die Gefahr hoch. Nehmen wir den ganz sicheren und da gucken wir mal, wer besser ist. Ja. Hans ist besser geeignet. Wenn wir beide schicken? Verliert keiner einen Punkt. Stimmt. Ja, so sieht es auch gut aus. Können wir ihm noch irgendwas mitgeben, was wir. Beide Uniformen. Bringt es was, wenn wir ihm ein Buch mitgeben? Oh, das ist eine gute Idee. Nee. Nee, erhöht nur die Gefahr. Ja. Schade. Informationen? Die brauchen wir ja noch. Ja, die brauchen wir noch, ja, ja. Erhöht die Gefahr, aber auch die Vorbereitung und auch das Geld, was wir kriegen würden, potenziell. Ich könnte mal abbrechen und könnte es trotzdem mal hier probieren.
Es wäre mehr Geld. Mit höherer Gefahr. Weil er 2 Militäruniformen hat? Das senkt die Gefahr. Ich finde es halt lustig, dass er halt 2 hat. Ja. Ja, dann nehm, lass. Spendensammeln hat ja bisher noch nicht zur erhöhten Präsenz geführt, oder? Nee. Dann lass uns das da tun. Ja, und das ist da oben auch jetzt nicht. So. Und Else verliert hoffentlich ihren Punkt. Und dann gucken wir. Oh Mann. Ich bin so froh, dass wir diesen wunderbaren Chat haben. Danke, Fockaffe. Also an dieser Stelle meine ich dich. Die Frage nach dem, was machen wir eigentlich mit diesem Knüppel? Mit dem Knüppel hat man die Option, bei einem Ereignis statt durchziehen zu wählen, mit dem Knüppel anzugreifen und zu verteidigen. Da sind wir auch noch nie drauf gekommen. Das ist genau wie bei der Uniform, dass man sich dann quasi in und mit der Uniform versteckt. Ja. Oh Mann. Seit wie vielen Wochen spielen wir dieses Spiel? 10. Entschuldigung. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Oder 11? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube 11 sogar schon. Aber, ja, wir lernen immer dazu. Ich meine, Horst hat auch gesagt, er hat das auch sehr, sehr spät erst verstanden. Und ja, wir danke, lieber Chat und ganz besonders Fockaffe für die genaue Erklärung. Okay, dann machen wir es jetzt so, ne? Mhm. So, wir haben 4 Unterstützerinnen verloren, 85 Menschen unterstützen uns weiterhin. Wir kriegen 26 Mark gespendet. Hans Huber besucht die treuen Unterstützer. Verstecken. Ah, nur 12, aber kein Verdacht geschöpft. Das heißt, die Uniform hat die Uniformen, die beiden Uniformen, haben uns geschützt. Und wir haben trotzdem Geld bekommen. Das ist super. So, Valentin Herzberg hat sich mit den beiden anderen an einen sicheren Ort zurückgezogen, wo niemand ihn kennt. Als er zurückkehrt, fühlte er sich deutlich sicherer als zuvor. -6 Moral, -4 UnterstützerInnen. 10. Oktober 1941. Deutsche Exilzeitung. Hitler, die Sowjetunion ist besiegt. In einer Rede im Berliner Sportpalast erklärt Hitler, dass die UdSSR besiegt sei und nie wieder aufstehen würde. Voran, Schneefall in Moskau. Die deutschen Truppen vor Moskau werden durch den zunehmenden Schneefall und Schlamm drastisch gebremst. International, Frauen und Kinder aus Moskau evakuiert. Als die deutschen Truppen vorrücken, evakuiert die sowjetische Regierung Frauen und Kinder aus der Stadt. 10. Oktober 1941. Ich bin so genervt, sagt Valentin Herzberg während unseres Treffens. Diese Pfennigjäger lassen mich nicht in Ruhe. Von wem redest du? Fragt Gesine Baumann. Vom Winterhilfswerk. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass mich einer von denen auf der Straße belästigt. Mir wurde sogar schon mal gedroht, als ich kein Geld rausrücken wollte. Die sammeln Spenden für die Ärmsten unter uns. Was meinst du, dir wurde gedroht? Ja, eigentlich möchte ich... Mhm. Was meinst du, dir wurde... Also, mal abgesehen... Darüber kann man jetzt diskutieren. Ja. Ja. Ich möchte wissen, wie dir wurde gedroht. Ja, bin bei dir. Einer aus der Hitlerjugend wollte meinen Namen in die Zeitung setzen, damit alle wissen, dass ich mich geweigert habe zu spenden. Sagen wir mal, alles geht an die Armen. Toll. Aber du erinnerst dich, dieser Krieg sollte in einem schnellen, einfachen Sieg enden. Nichts als eine weitere Lüge. Ja, also... An der Stelle sah ich... Bin ich eher tatsächlich versucht, du hast recht, es ist alles nur Schwindel, zu sagen. Bin ich bei dir, weil das andere suggeriert ja, dass die Propaganda funktioniert genau. Hat bei diesem gegenseitig helfen. Ja. Also einfach nur aufgrund des Gesprächsverlaufs bis dahin und aus dem Grund bin ich da bei dir. Du hast recht, es ist alles nur Schwindel. Das Regime hat uns in dieses Chaos reingeritten und schreit jetzt nach Hilfe für die Armen, sage ich. Ende der Szene. Ach, Moral -5, verdammt. Okay. Wollen wir noch mal so eine kurze 5-Minuten-Pause machen? Ja,
Oder drei oder vier. Und da sind wir schon wieder. Hallöchen, willkommen zurück. Oh, und ich sehe, Horsti, Prost, ein Schlückchen Wasser. Und André streckt sich. Dem werde ich auch gleich nachkommen. Und danke, herzlichen Dank, Medi Kitty, fürs Folgen. Und herzlich willkommen hier in unserer kleinen, lustigen Runde bei der Dienstagspolitik. Und wir wollen die nächste Geschichte planen. Ah, hier ist immer noch SA-Präsenz. Wir müssten Aktivitäten der Wehrmacht beobachten als nächstes, um Wehrmachtsuniformen zu stehlen. Das wird alles super eng. Mhm. Weil ich denke jetzt einfach nur mal, wir haben noch vier Runden. Wir brauchen noch eine Runde, um das hier zu machen. Das heißt, in dieser Runde das hier, schaltet das hier frei. Ich hätte jetzt gesagt, machen wir das hier. Keine SA-Präsenz. Kann man sie auch... Das bringt... Das ändert gar nichts, genau. Und dann... Setzen wir hier die Militäruniformen ein. Wir könnten überlegen, ob wir einen Knüppel mitbringen. Macht die Gefahr höher. Und wir könnten gucken, ja, wirklich viel Zubehör. Nee. Farbeimer wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ja, also wir könnten halt Geld auf das Problem werfen. Vielleicht 20. 30. Ich sag jetzt mal 20. Das würde ich mal so... Da gucken wir auf jeden Fall nochmal drauf. Mhm. Ah, und hier brauchen wir 40. Ah, Mist. Also... So. So, jetzt haben wir hier 40 und da gehen wir 16 rein. Und dann Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Level 4. Wir haben Valentin Herzberg und Anthony Bug. Nicht gut. Holla. Nicht gut. Ich befürchte gerade, dass wir es wie das Drehen und Wenden in den vier Runden nicht schaffen werden. Doch, doch. Also jetzt können wir es noch schaffen. Das hier ziehen wir durch und machen mit den anderen beiden andere Sachen. Dann haben wir noch drei Runden. In der, wo wir noch drei haben, machen wir das hier. Und schaffen das. Dann haben wir noch zwei Runden. Dann klauen wir die Wehrmachtsuniform. Dann haben wir noch eine. Und in der machen wir die sichere Überfahrt. Das dritte, den dritten Schritt habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Also... Wir klauen in dieser Runde den LKW. Mhm. Dann haben wir noch drei Runden. Dann machen wir das hier. Ja. Dann haben wir noch zwei Runden. Das heißt, wenn wir noch zwei Runden haben, klauen wir die Wehrmachtsuniform. Mhm. Dann haben wir LKW und die dritte Wehrmachtsuniform und können in der Runde, wo wir noch eine Runde haben, das machen. Meine Theorie ist, dass wir, wenn wir die Wehrmachtsaktivitäten beobachten, dort unten eine dunkelrote SA-Präsenz bekommen und deswegen die Wehrmachtsuniform nicht stehlen können. Ja. Das wird hart. Deswegen finde ich es tatsächlich interessant. Challenge accepted. Lorelei Lu verlässt uns übrigens und geht ins Bett. Ja, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Ich hätte jetzt hier gesagt... Ach, und wir haben kein Zubehör, ne? Also wir haben keine Uniform, kein gar nichts für sie zur Unterstützung. Und die Gefahr ist halt jetzt schon relativ hoch. Ja. Und ja, vor allem, weil hier unten SA-Präsenz ist, ja. Und ich überlege gerade, ob wir anstatt eines Hail Mary Moves und so, egal, wir ziehen das jetzt durch,
überlegen, was wir in den 4 Runden realistischerweise noch an guten Sachen machen könnten. Ja, also beziehungsweise, ich sag jetzt einfach mal, wenn wir jetzt eine Runde warten und in der Runde dann hier beide Uniformen reinstecken und auch wenn hier SA-Präsenz ist, dann hier wieder beide Uniformen reinstecken, könnte das was werden. Ich glaube nicht, dass das Hail Mary ist. Und wir können uns jetzt Geld besorgen. Also wir können hier oben nochmal was reingeben. Wir haben da noch 20. 20 würde ich mir belassen. Oder sogar alles in die Vorbereitung stecken. Mhm. Und jetzt Spenden sammeln. Also hier Antonie, super. 32 bis 40. 53 bis 65, wenn wir die Informationen mit rausgeben. Die wir aber für irgendwas noch brauchten. Wenn wir bräuchten 3 davon, um uns in einer Runde mit dem Kreis zu treffen. Ach so, ja, okay, das wird eh nichts. Hm. Also die Gefahr steigt dann halt zwar ein Stück, aber 53 bis 65 ist halt super und wir können bei den anderen auch wieder Geld reinbuttern. Und wir könnten sogar Valentin dahin schicken. Nochmal für 16 bis 19. Bücherpaket bringt nichts. Das wäre mein Vorschlag. Also an dem Problem der SA-Präsenz da unten ändert sich halt nur bedingt genau. was. Genau. Und da müssen wir ja quasi jetzt Stück für Stück, wenn hier oben unsere Uniformen wieder frei sind, benutzen wir die hierfür, weil die senken, die erhöhen die Vorbereitung und senken die Gefahr. Und genauso machen wir es beim Uniformstehlen. Gute Frage im Chat, The Real Panzer. Wie sieht der Alternativplan aus, wenn eine der Aktionen scheitert? Sehen wir dann, hätte ich gesagt. Weißt du, dann kommt die Strategieberaterin in mir durch, die dann irgendwie sagt so, warte, dann lass uns doch aber vorher schon überlegen, welchen Alternativplan wir haben könnten. Oder zumindest so eine grobe Idee. Weil dann einfach die Frage ist, Wann steigen wir aus dem Plan aus? Also wann ist uns die Gefahr jetzt zu hoch, dass wir es nicht mehr schaffen und dann versuchen wir irgendwas anderes zu machen, was wir irgendwie auch noch gut finden oder was irgendwie zweckdienlich ist? Ob es jetzt ein anderes Endziel ist oder ob es generell die Aufgabe eines dieser 3 finalen Ziele ist und ob wir noch was anderes machen können, außer, weiß ich nicht, Flyer zu verteilen oder so. Ja, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt. Nicht wirklich viel, nee. Also, wir können halt, also hier, ja, wir könnten uns eine Waffe besorgen, indem wir die Waffenlieferung beobachten. Wir könnten hier oben nochmal Bücher verkaufen, um Sachen zu machen. Aber ich glaube, dass all diese Sachen, die wir hier am Start haben, darauf hinauslaufen, dass ich erst davon ablassen wollen würde, das hier zu versuchen, wenn definitiv keine Aussicht mehr besteht. Und im Moment haben wir noch eine Aussicht, weil wir tun hier gerade nichts. Das heißt, SA-Präsenz wird hoffentlich abnehmen hier unten. Die wird dann wieder zunehmen, wenn wir das hier machen, aber die beiden Uniformen sind gut, was das angeht. Und wir haben eine realistische Chance, dass wir das hier hinkriegen. Man kann leider für die nächste Phase, ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Moralhorten funktioniert. Das ist ja Jahre später. Ich glaube nicht. Es funktioniert ja auch nicht mit den UnterstützerInnen. The Real Planse fragt, da stehen viele Vents im Raum. Kann man nicht für die nächste Phase ein wenig Moralhorten? Ich glaube nicht.
fing, glaube ich, immer wieder bei gefühlt bei Null an. Also es gab ja dann wenige Unterstützer, wenig Geld oder gar keins. Und volle Moral, ja. Und also für mich steht diesem großen Plan eigentlich gerade nur noch gedanklich im Weg. Ich kann damit komplett umgehen und leben. Das Einzige, wo ich mir halt unsicher bin, ist, wenn jetzt beispielsweise Else, Gesine und Hans bei ihrem LKW-Diebstahl zumindest nur beobachtet werden, hat ja. Hans deutlich mehr Punkte, die anderen, hat einen mehr definitiv, hat also zwei, was immer auch schon nochmal die Gefahr erhöht, und Gesine und Else haben dann auch jeweils einen und wir brauchen die dann aber für die Sachen, die unten sind. Also insgesamt ist die Gefahr für schon gerade krass. Auf der anderen Seite sind wir auch in einer Diktatur. Richtig. Und da ist die Gefahr immer hoch. Ja. So, da hast du halt wahrscheinlich einfach auch wenig Netz und gar keinen doppelten Boden. Wenn wir allesamt sagen, wir bleiben bei dem großen Ziel, dann lass uns das jetzt angehen. Ich bin voll dafür. Ausführung beginnen. Wir haben 4 Unterstützerinnen verloren. 81 Menschen unterstützen uns weiterhin. Wir bekommen 24 Mark gespendet. Anthony Buck besucht die treuen Unterstützer und den Arbeiter in Lichtenberg. Sie wird flüchten. Guck, was passiert. Ja, Fehlschlag oder Beobachtung? Ich habe jetzt durchziehen geklickt. Anthony Buck wurde gesehen. 56 Mark. Okay. Valentin Herzberg besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg und sammelt zusätzliche Spenden. 18 und er wurde nicht gesehen. Okay. Super. So. Hans Gruber und Gesine Baumann brechen in einen Industriepark ein. Während Hans Gruber den LKW kurz schließt, öffnet Gesine Baumann das Haupttor. Alles läuft nach Plan. Sie fahren in einem großen Fahrzeug vom Gelände. Geil. Und wir haben noch einen Kontakt bekommen. Ein Gauner. -5 Moral, -4 UnterstützerInnen. Wir sind am 17. Oktober 1941. Deutsche Exilzeitung. Befehl zur Deportation. Zur Deportation. Der Chef der Ordnungspolizei, Kurt Dalüge, unterzeichnet den ersten Befehl zur Deportation deutscher Juden in die besetzten osteuropäischen Gebiete. Voran. Moskau belagert. Stalin erklärt, dass die Stadt bis zuletzt verteidigt werden wird und dass sie niemals in die Hände der Deutschen fallen wird. International. Ghetto in Czernowitz. In der Stadt Czernowitz wird ein Ghetto für die jüdische Bevölkerung eingerichtet. Die Bewohner des Ghettos werden bereits für geringste Vergehen schwer bestraft. 17. Oktober 1941. Valentin Herzberg sieht verblüfft aus, als er den Raum betritt. Ich muss euch etwas erzählen, sagt er. Meine Nachbarn, ein verheiratetes Paar, beide Parteimitglieder. Ich hatte bisher einen guten Draht zu ihnen und ich weiß, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Aber dann habe ich sie gestern mit einem kleinen Kind gesehen. Ein kleines Mädchen, ungefähr 4 Jahre alt, und es sprach Russisch. Was soll das heißen? Bist du sicher, dass die Kleine Russisch gesprochen hat? Vielleicht kann sie noch gar nicht richtig reden mit 4 Jahren? Puh. Also ich bin bei, was soll das heißen? Ja. Einen Moment. Ich habe sie gefragt, woher die Kleine ist, und die beiden haben mir erzählt, dass sie die neuen Eltern sind. Die Kleine sei aus Russland adoptiert. Neue Eltern, versteht ihr? Die Nazis entreißen gesunde Kinder ihren russischen Familien und schicken sie nach Deutschland. Sie haben die Kleine sogar, sie haben der Kleinen sogar einen neuen Namen gegeben. Helga. Jedes Mal, wenn ich denke, dass die Nazis nicht unmenschlicher werden können, sind sie für eine Überraschung gut. Oder sie haben einfach das Kind seiner Mutter weggenommen und seinen Namen geändert. Wie bei einem Haustier. Ja, ich bin eher für das Erste, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mich stört die Entmenschlichung von unserer Seite, dass wir dieses Kind mit einem Haustier, auch wenn wir uns auf die Gräueltaten der Nazis beziehen, hiermit stört mich das trotzdem, diese Gleichsetzung.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie genau deswegen diese Gleichsetzung nicht genommen haben. Weil das ja genau die der entmenschlichende Charakter dieser Tat ist. Ja. Und insofern, wenn ich aus der Perspektive gucke, könnte man das schon sagen. Ich weiß halt nicht, wie es für jemanden ist, für den diese Information beispielsweise neu ist. Also ich wusste das, und das ist ja auch passiert ja auch in anderen Regimen oder passierte. Und insofern bin ich halt bei der 1, kann mir aber gut vorstellen, dass wenn ich jetzt gerade das Spiel spielen würde und hätte das noch niemals nicht gehört, wäre ich, glaube ich, eher bei der 2. Ja, Eric Cooney sagt im Chat auch, ich finde Überraschung irgendwie zu harmlos. Da ist was dran. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist schon ausgeprägter Zynismus. Dann ist dann die Frage, also wenn man das wirklich als zynisch formuliert, dann finde ich, ist das schon wieder okay. Aber ich bin auch nicht so ein Fan von Zynismus, grundsätzlich nicht, weil das kennen viele nicht. Das macht's kompliziert. Ja, in unserer Gruppe kann ich mir so einen Zynismus, aber Was nehmen wir jetzt? Ja, Amekuni, ich verstehe das. So dieses, hey, ich für dein Kind, Überraschung. So rum, ich verstehe das, dass man das so lesen kann. Bei mir wäre es, glaube ich, gerade eher so dieses, warum bin ich eigentlich überrascht, dass das noch passiert? Also warum bin ich noch überrascht, wenn ich sowas höre? Das wäre so eine andere Konnotation dieses Satzes, ja, je nachdem, ja, mit welcher, wer es sagt und mit welchem Tonfall oder mit welcher Konnotation es gesagt wird. Dieses Spiel ist dahingehend wirklich interessant, weil das immer wieder passiert, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie das jemand sagt und meinen könnte. Ja. Fockaffer, schön, dass du da warst. Eine zauberhafte gute Nacht. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ja, wollen wir doch die 2 nehmen, weil ja, die Überraschung ist tatsächlich die Überraschung. Ich überlasse das dir. Dann klicke ich jetzt auf die 2. Ich kann es auch nicht fassen. Das Schlimmste ist, dass sie es einfach nicht begreifen, was an dieser Situation verwerflich sein könnte. Valentin schüttelt den Kopf. Ende der Szene. Boah, Moral minus 10. Wir sind bei 35. Das geht. Und wir haben 2 Stufenaufstiege. Oh ja. Stufenaufstieg. Was brauchen wir denn für die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen? Das hätte ich mal... Mist! Ja, und die SA-Präsenz hat abgenommen. Ich google das jetzt. Das ist einfach ein zu entscheidender Moment im Spiel. Ich finde das gut. Und während du noch suchst, fällt mir gerade auf, dass dieses Versteck, wo wir am Anfang so ein bisschen drum gekämpft haben, am Anfang des finde ich jetzt so schnell nicht. Kapitel, dass wir seitdem nichts damit anfangen können. Ja. Der Bipanso vermutet Geheimhaltung und Stärke, alle Angaben ohne Gewähr. Ja, ich tendiere auch eher zu Geheimhaltung, weil sowohl für das Klauen der SA-Uniform als auch für das Beobachten, dann wollen wir aus Gesine ein Geheimhaltungsmonster machen. Ich würde lieber mal ein bisschen, ich bin bei der anderen Sache, bei Stärke gelandet, und ich würde ihr gerne noch ein bisschen Stärke mitgeben. Okay. Weil Geheimhaltung 5 ist schon gut. Aber Stärke 2 fällt halt ein bisschen ab. Okay. Dann machen wir Stärke 2. Cool.
Gucken wir mal. Danke. Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Ah. Und hier brauchen wir Geheimhaltung und Empathie. Und hier brauchen wir... Weiß ich nicht. Achso, da müssen wir eh alle fünf mitmachen. Und wir haben Gauner Christian Schmied. Er kann uns im Moment noch nicht helfen, aber später. Okay. Und Anthony hat gerade 4 Punkte. Wir haben ja nur noch 3 Runden. Oh mein Gott. Gut, aber wir haben 98 Mark. Heißt... Oh, und wir haben einen LKW. Das stimmt. So, gucken wir mal. Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Wir brauchen Geheimhaltung so und Allgemeinwissen. Achso, Hans Ruber ist ja auch noch da. Machen wir mal abbrechen. Hans, Stufenaufstieg. Geheimhaltung, Empathie oder Allgemeinwissen? Ich glaube, wir brauchen für alle jeweils immer Geheimhaltung. Deswegen würde ich ihm Geheimhaltung geben. Mhm. Ja. So. Jetzt machen wir das hier. Und dann schmeißen wir da Gesine rein, Hans und Else. Das sieht doch gut aus. Was passiert, wenn ich da einen LKW... Boah, Gefahr geht mega runter. Cool. Wir können ihnen alle unsere, die wir wiederkriegen, mitgeben. Und wir hätten jetzt noch Geld, Anthony und Valentin beide ins Versteck zu schicken. Tja, dann machen wir das doch. Jawohl. Dass der LKW so viel bringt, ist halt ziemlich cool. Fluchtfahrzeug dann wahrscheinlich? Keine Ahnung. Ich denke. Ja, okay, dann machen wir es mal. 4 Unterstützer verloren, 77 Menschen unterstützen uns weiterhin. 23 Mark haben wir gespendet bekommen. Gesine Baumann versucht die Aktivitäten der Wehrmacht in Schöneberg zu beobachten. Sie kann herausfinden, wo die Waffen und Ausrüstung lagern. Niemand wurde gesehen. Großartig. Und Valentin Herzberg hat sich in den sicheren Ort zurückgezogen, wo niemand ihn kennt. In der Summe minus 13 Moral, minus 4 UnterstützerInnen. Es wird eng. Deutsche Exilzeitung am 24. Oktober 1941. Wehrmacht erobert Wjazma und Bryansk. Bryansk. Die Wehrmacht besetzt die Städte Wjazma und Bryansk. 673.000 sowjetische Soldaten werden von den Deutschen gefangen genommen. Voran, deutsche Polizeieinheiten erschießen Tausende von Geiseln. Aus Rache für Partisanenaktionen erschießen deutsche Polizeieinheiten 9.300 Geiseln im ehemaligen Jugoslawien. International, Bomben auf Bremen. Britische Flugzeuge werfen bei einem Luftangriff auf die Hansestadt Bremen 140 Tonnen Bomben ab. 14. Oktober 1941. Während des heutigen Treffens kann sich Valentin Herzberg kaum zurückhalten. Ich bin so wütend. Diese Berliner kotzen mich an. Diese Vollidioten, die noch vor ein paar Jahren begeistert Sieg Heil geschrien haben und sich jetzt über den Krieg aufregen. Glaubst du, einige von ihnen bereuen es? Oder was haben die erwartet, als sie für die NSDAP gestimmt haben? Ja gut, ist... Ja, sie haben was anderes erwartet. Was auch immer sie erwartet haben, aber ich gehe auch davon aus, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass sie im Krieg sind, dass Bomben auf sie fallen und dass ihre Söhne und Brüder und Männer oder Kinder und nicht Söhne, war schon mit Kind, im Krieg fallen. Ja, deswegen wäre ich also auch, glaubst du, einige von ihnen bereuen das, wäre ich sehr dafür. Ja, und außerdem mag ich die Form der Formulierung nicht. So dieses, war, was haben die erwartet? Ja. Ja, hilft. Können wir uns jetzt die Frage stellen, hilft uns aber nicht weiter. Ja. Ob sie es jetzt bereuen oder nicht, sie waren damals alle begeistert von Hitler. Und jetzt sind sie überrascht, dass wir in einem Polizeistaat leben, der auch noch einen mörderischen Krieg angezettelt hat. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch.
Wir haben sie alle gewarnt, dass es so kommen würde. Von Anfang an haben wir sie gewarnt. Ja, das hier ist Öl ins Feuer. Also da steht, ich bin genauso frustriert wie du. Oder sie haben sich die Suppe selbst eingebrockt. Und dann naja. Ja? Also, da gefällt mir die Formulierung ja schon nicht. So dieses, sie haben sich die Suppe selber eingebrockt. Das ist das Ding in der Gesellschaft. Das betrifft dann alle. Ja. Und das heißt, man kann für sich schlechte Entscheidungen treffen, auch beispielsweise an der Wahlurne. Aber man sollte einen ausgeprägten moralischen Kompass haben, was okay ist und an welchen Stellen dann halt irgendwie nicht mehr. Zumindest in der Demokratie wäre das wichtig. Und wenn man die Demokratie erhalten will. Und wenn man dann aber sagt, sie haben sich die Suppe selbst eingebrockt, dann nimmt das eigentlich zu viel an dieser Vielschichtigkeit weg, die man bräuchte, um sich auch damit auseinanderzusetzen. Und eigentlich ist die Aussage ja, es kotzt mich an. Ja. Es ist nichts von dem, was jetzt gerade hier passiert, ist überraschend. Das hat in meinem Kampf schon gestanden. Die Leute haben gejubelt, als die Bücher gebrannt haben. Die Leute waren, und das sind genauso Zuschreibungen jetzt. Die Leute waren nicht dabei, die Leute haben nicht unterstützt, aber es sind die Leute. Aber das hilft halt nicht in der Gesellschaft. Dann brauchst du halt schon so viele wie möglich. Ja. Aber es ist halt eigentlich dennoch eine individuelle Frustrationsaussage. Ja, also ich bin genauso frustriert wie du. Ist halt auch hilft eher, als zu sagen, beruhig dich. Ja, genau, beruhig dich hilft nicht. Und dieses und das andere ist mit einem Zeigefinger auf andere zeigen. Aber das hilft uns halt auch nicht weiter. Und P. Jörn merkt noch an, eins gibt definitiv weniger Moral. Ah. Ich fange da jetzt auch schon an, drüber nachzudenken. Mist. Du hast wahrscheinlich recht. Aber an der Stelle... Was eigentlich schade ist. Ja, finde ich auch. Also, wenn Pion da recht hat, wäre das super schade. Weil Moral steigern über dieses, die haben sich die Suppe selbst eingebrockt, finde ich irgendwie schwach. Ja, wir werden es sehen. Ja, aber ich bin so frustriert wie du. Wenn du möchtest. Ich bin genauso frustriert wie du, sage ich. Wir haben sie alle gewarnt, dass es so kommen würde. Moral minus 5. Ja, und zweitens ist eigentlich auch total demotivierend. Mhm. Okay, und Pi-Jörn sagte, wir hätten die Wahl zwischen minus 5 und minus 10 Moral. Ja. So, Moral. Wir sind bei 27. Wir haben noch zwei... keine SA-Präsenz. Um Gottes Willen. 27 könnte reichen.